Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir heute Abend auf Sendung sind mit einem sehr gut gelaunten Publikum und einem toll besetzten Kölner Treff. Vielen herzlichen Dank. Ich stelle Ihnen meine Runde und die Themen vor. Ja, es gab gewisse Entzugserscheinungen während der Corona-Zeit, denn Lachen mit Publikum ist der Gesundheit ausgesprochen förderlich. Und das ist jetzt wieder möglich. Darüber freut sich besonders Gerburg Janke. Schön, dass du da bist. Erst hat er sich frei getanzt, dann hat er sich frei gespielt und für den Film Borger bekam er den Deutschen Schauspielerpreis und ich freue mich selber. Eugene Borkling, herzlich willkommen. Vor genau 20 Jahren haben sie ihre außergewöhnliche Karriere begonnen. Die No Angels feierten ihre Hits und wurden erfolgreich wie kaum eine andere Band hierzulande. Und jetzt starten sie nach 20 Jahren das Comeback und ich begrüße Jessica Walz und Nadja Benaissa. Herzlich willkommen. Es ist einfach so, die vierte Corona-Welle rollt. Und warum kriegen wir die Pandemie nicht wirklich in den Griff? Meine Frage an den Virologen Hendrik Streeck. Herzlich willkommen. Mit Preisen überhäuft ist der rote Teppich nicht wirklich seine liebste Meile. Er sucht die Stille und die Natur. Und darüber spreche ich mit Albrecht Schuch. Herzlich willkommen im Kölner Treff. Und mit ihm spreche ich auch über Täler seines Lebens, über Tod und Glück. Und er schreibt sich frei, in Anführungszeichen. Er schreibt sich frei mit dem Bekenntnis, ich habe den Alkohol nur knapp überlebt. Herzlich willkommen, Hardy Krüger Junior. Ich freue mich sehr. Als Schauspieler ist man ja gewohnt, dass man in der Öffentlichkeit steht, dass Öffentlichkeit auch einen Teil von dem Leben kennenlernen möchte. Aber ein freimütiges Geständnis, ich habe den Alkohol überlebt, erfordert schon einen bestimmten Schritt. Wie schwer war der? Der Schritt selbst war eigentlich gar nicht so schwer, weil in der Zeit des Entzugs und des mich Heilens und mich Zurückziehens, auch die Stille ist da sehr wichtig, ist es natürlich sehr wichtig, dass man reflektiert. Und den Menschen, denen ich da begegnet bin auf dieser Reise, da habe ich sehr viele intime, ganz tolle Menschen und Situationen erlebt, die mich wirklich verändert haben. Und das sind Menschen, die keine Stimme haben. Das sind Menschen, die von der Gesellschaft fallen gelassen worden sind, vergessen worden sind, die es wahrscheinlich nie wieder irgendwie auf die Beine schaffen werden. Und als ich das alles noch so erlebt habe, wie viele Menschen da wirklich auch Hilfe brauchen und keiner redet darüber, habe ich mir gedacht, das muss dann meine Aufgabe sein. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo wir sehr viel mit Einsamkeit zu kämpfen haben, in der Zeit, wo wir merken, was uns wirklich wichtig ist und wie schnell uns alles genommen werden kann, ist es einfach wichtig, dass wir keine Tabuthemen mehr haben. Das ist ein Tabuthema, was ich definitiv einfach ansprechen wollte. Und deswegen habe ich gesagt, einer muss ehrlich sein. Und dann habe ich mir gedacht, das muss ich dann sein. Ich habe den Eindruck, dass Ehrlichkeit honoriert wird. Und dass sehr viele Menschen, wenn jemand den Mut hat... Nicht immer. Nein, es ist natürlich so, weil jeder natürlich dieses Problem kennt. Keiner möchte das ja natürlich auch bei sich selber zugeben, dass er vielleicht das ein oder andere Problemchen damit hat. Aber ich rede jetzt nicht nur, das Buch ist ja voll von Geschichten und Up and Downs und Alkohol ist ein Teil davon. Aber das ist halt ein Gesellschaftsproblem. Und natürlich sagt man, na, ist doch toll, dass du darüber sprichst und so, Respekt irgendwie. Aber trotz alledem, damit ist es ja nicht getan. Sondern ich möchte die Menschen auf diese Reise mitnehmen und zu sagen, das Leben lohnt sich wirklich. Einfach auf sich zu schauen und mal nach innen zu gehen und wirklich zu reflektieren, was brauche ich wirklich? Brauche ich das? Wie ist das Leben ohne? Ja. Aber das klingt auch eben, es klingt so an, als sei das, als seien Sie nicht sicher gewesen, dass das gut ausgeht, dieses in Anführungszeichen Geständnis. Ja, ist ja klar, weil im Grunde genommen ist es ja wie ein Outing im Grunde genommen. Das ist natürlich klar, dass es Konsequenzen hat für dich. Sei es beruflich,
sei es natürlich auch familiär oder im Freundeskreis natürlich auch. Du bist ja als Nichttrinker eigentlich einer, der nicht dazugehört. Es ist leider so in dieser Gesellschaft. Und nun habe ich das große Glück, dass ich sehr gut mit mir alleine sein kann und auch eine ganz tolle Familie habe, mit der ich sehr eng bin. Und ich diese Zeit sehr genieße und wirklich sehr, sehr viele Projekte habe, die mich erfüllen, dass ich darauf nicht angewiesen bin. Aber ich weiß, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die einfach einsam sind und jetzt gerade vereinsamen. Und dafür möchte ich hier sein und Ihnen die Stimme geben und Ihnen sagen, dass Sie nicht alleine sind. Es ist ja auch so gewesen, dass in der Corona-Zeit definitiv mehr getrunken worden ist in der Gesellschaft. Und was ja, Sie eben gesagt haben. Häusliche Gewalt. Ich meine, da gibt es wirklich Tendenzen, die können wir ja nur ahnen. Die wissen wir ja noch gar nicht. Das ist ja eineinhalb Jahre, ist eine lange Zeit. Und sie ist noch nicht zu Ende. Ja, und manche Tage vergehen verdammt schnell. Na gut, aber ich habe in den letzten Tagen die Zeitung verfolgt. Ja. Und es ist ein sehr großes Interesse an ihrer persönlichen Geschichte und eben auch an dem, in Anführungszeichen, Geständnis. Oder was Sie auch mit dem Outing eben verglichen haben. Jeder holt sich halt seine Geschichte raus aus dem Buch, weil das steckt ja voller Geschichten. Naja, wir kommen ja gleich auch auf die Hintergründe und auf Ursachen zu sprechen oder so. Aber erstmal ist man natürlich irgendwie von den Socken, wenn man... Vielleicht hat die Bild auch übertrieben, wenn man liest, das waren bis zu 6-7 Flaschen Wein am Tag. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass man so viel trinken kann, ehrlich gesagt. Also rein von der Menge. Es schafft wahrscheinlich auch nicht jeder. Also ich hab einfach gute Gene, sagen wir mal so. Nein, es ist für mich eigentlich keine Flucht gewesen, sondern es war für mich ein Mittel, um ruhig zu bleiben. Weil ich war so voller Emotionen und voller Verzweiflung und voller Wut. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe 3 Filme gleichzeitig gedreht, war auf Theatertournee. Ich habe kaum geschlafen. Und um ruhig zu bleiben, habe ich einfach trinken müssen. Aber Entschuldigung, kann man so viel trinken? Ja. Gut, das ist kein Schnaps, aber es ist Wein. Ja. Und dann noch konzentriert arbeiten? Ja, natürlich. Ganz großartige Kollegen, Otto Sander zum Beispiel, mit dem ich auch mal in Schmitz-Tivoli gespielt habe. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir mal in der Mittagspause im Cuneo waren, in der Davidstraße, da zu Mittag gegessen haben und er ziemlich durstig war. Und ich ihm dann hochhelfen musste, die Treppen zum Schmitz-Tivoli hoch. Aber als dann der Lappen hochging, also der Vorhang hochging, war der da. Aber sowas von 150% auf dem Punkt. Und in dem Moment, wo der Vorhang fiel, ist er zusammengebrochen. Und das war einer der großartigsten Schauspieler, die ich kennengelernt habe oder kennenlernen durfte. Und das war nicht der einzige. Aber merken das die Kollegen nicht? Sie haben ja gerade erzählt, Sie haben Otto Sander die Treppe hochgehen geholfen. Und wie war das also bei Ihnen? Das muss doch irgendjemand gemerkt haben. Viele Menschen, die ich kenne, die haben das natürlich dann schon im Griff. Die können sich dann wirklich den Schalter umlegen und funktionieren dann auch. Bei mir war es ja anders. Bei mir war es ja so, dass ich einfach das gebraucht habe, um ruhig zu bleiben. Und da ich sehr viel vertrage, sind es dann natürlich dann irgendwie einige Flaschen geworden. Aber ich war jetzt nicht so, dass ich nicht mehr geradeaus gehen konnte oder so, sondern ich war einfach nur ruhig. Ich war ruhig und konzentriert. Und das habe ich gebraucht. Das ist wie ein Tranquilizer für mich gewesen. Na, das Problem war, dass der Körper natürlich irgendwann mal da nicht mehr mitmacht. Sie haben sich ja selbst eingewiesen. Ich habe mich selber eingewiesen. Wie war Ihr Zustand? Naja, das mit der Selbsteinweisung ist natürlich auch so ein Problem, denn es gibt viele Leute, die Hilfe suchen. Und das ist schon mal ein riesiger Schritt, eigentlich erstmal dahin zu kommen, dass man sich das selber zugesteht, dass man das alleine nicht mehr schafft. Ja. Dann geht man hin und möchte Hilfe haben, kriegt sie aber nicht, weil die Warteliste einfach schon so voll ist, dass man teilweise 2 Jahre warten muss. Es sei denn, du bist Notfall. Ich war Notfall. Woran haben Sie das selber gemerkt? Naja, der Arzt hat es diagnostiziert. Der sagte, also mit Ihren Werten ist es eigentlich ein Wunder, dass Sie überhaupt noch stehen. Sie bleiben mal schön hier. So, das war mein Glück eigentlich, weil sonst wäre ich wahrscheinlich heute gar nicht mehr da. Es gibt ja auch noch ein Problem, Herr Krüger, nämlich das Problem, wenn ich beispielsweise merke, eine Kollegin oder ein Kollege ist auf einem gefährlichen Weg, wie verhalte ich mich dann? Spreche ich ihn oder sie an? Spreche ich jemand anders an und versuche zu gucken, ob ich mich vielleicht auch irre, ob ich das falsch sehe? Das ist ja gerade im Kollegenkreis, ich weiß nicht, hier sitzen ja Künstler in der Runde, ja, wie das bei euch ist. Ist das ein Konflikt? Gerburg, hast du sowas schon mal erlebt? Ich müsste jetzt eigentlich sprechen, aber ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ja, das ist sehr, sehr lange her.
eine Kollegin, die vor der Aufführung schon 3 so Cognacs getrunken hat. Und ich kann gar nichts trinken vorher, weil dann mein Kontrollmechanismus aussetzt und dann sag ich Dinge. Jetzt habe ich ja sowieso keinen Theatertext, ich bin ja Komikerin, aber dann sage ich Dinge, die ich nie wieder zurückgeholt kriege. Ja. Also ich trinke, wenn, dann danach. Ne? Also wenn ich mit dem, ja. Aber, du sagst also später erst Dinge, die du nicht mehr zurückgeholt bekommst. Ja, das stimmt. Dann geht's ja. Also ja, Alkohol. Ja, aber wie hast du, Entschuldigung. Ja, wir haben uns von der getrennt, weil das... weil die eben nicht so, sie haben ja gerade berichtet, wie konzentriert, wie ruhig sie geworden sind. Das ist ja ein irres Ergebnis von Alkohol, so viel Alkohol trinken. Aber es gibt bei ihr war das viele anders, Kollegen, die es wirklich ganz präzise sind und auf die man, also das ist wie ein Uhrwerk, das ist unglaublich. Ja. Also das ist wie, wenn man die Uhr einfach mal aufzieht. Das hat nichts mit dem Klischee des Alkoholikers zu tun. Und das gibt sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Und da muss man natürlich, je nachdem, ich meine, klar, Künstler sind Borderliner. Die müssen es auch sein, weil sonst kann man die Emotionen gar nicht spielen. Wir haben jetzt gerade einen Film ja auch im Kino, Leberhaken. Den haben wir in 3 Nächten gedreht. Wir haben 4 Wochen geprobt. Ein Boxerfilm spielt in einem Boxclub in Wedding von einem ganz alten Boxtrainer, der eigentlich... am Leben verzweifelt ist und ein junges Mädchen kommt da rein und möchte von ihm trainiert werden. Und diese 2 Generationen prallen so aufeinander. Und man sieht halt einfach diese Intensität, die du manchmal da einfach spielen musst. Da musst du einfach dann wirklich an Grenzen gehen. Und das schaffst du manchmal einfach. Wir können nicht Teil der Gesellschaft sein, wir können auch nicht am Rande der Gesellschaft sein, sondern wir müssen immer so am Rande laufen, damit wir zwar alles aufsaugen können, trotzdem für uns das interpretieren können, was wir als Emotion, als Schauspieler ja darstellen wollen. Und das ist immer so eine ziemlich krasse Gratwanderung eigentlich. Ja, und da ist es natürlich oft so, dass das kann sehr schnell kippen. Ja, aber es ist natürlich so gewesen, dass das nicht so ein schleichender Prozess war, dass sie immer mehr getrunken haben, langsam aber sicher, sondern dass es ein ganz, ganz schlimmes Ereignis gab in ihrem Leben, dass sie in diesem Zustand des Nicht-Schlafen-Könnens, des Ruhelos-Werdens, des keinen Frieden mit sich selbst und der Welt finden, dass das einfach passiert ist. Weil, also man kann das eigentlich kaum aussprechen. Also ihr kleiner Sohn ist mit 8 Monaten einen plötzlichen Kindstod gestorben. Mhm. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie so eine Situation aussieht, wenn das passiert. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Mhm. Trotzdem hatten sie den Mut, nicht nur von der Alkoholsucht zu schreiben, sondern auch von diesem Ereignis, was so schrecklich und eigentlich ja unbegreifbar ist. Mhm. Und über das sie dann versucht haben, irgendwie den Weg zu sich selber zurückzufinden durch den Verzicht auf Alkohol. Ja, also das, eigentlich der Anfang vom Leben beginnt eigentlich mit dem Tod. Also es klingt etwas merkwürdig, aber es ist so, viele Dinge, Leben heißt einfach sich konfrontieren und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sondern Konfrontation ist wichtig. Und da gehören natürlich auch so Angstthemen dazu, wie der Tod oder wie Sucht oder wie Abhängigkeit im Allgemeinen kann, eine Person sein, kann vieles sein. Aber die Reflexion und vor allem die Arbeit mit sich selbst, und da sind wir Schauspieler ja irgendwie, haben wir vielleicht das eine oder andere Tool, womit wir ja auch arbeiten, was ja auch für uns sehr wichtig ist. Aber das haben ja viele Leute nicht, die wirklich mit sich arbeiten. Denn all diese Dinge, die uns quälen, sind ja eigentlich Dinge, die sind eigentlich Geschenke, aus denen die uns unterscheidet von vielen anderen Kollegen und Schauspielern. Aber das ist... ich habe gemerkt, ich konnte viele Dinge einfach nicht akzeptieren. Ich wollte es nicht akzeptieren. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Und habe mich in Arbeit gestürzt und habe nur noch gearbeitet. Und musste aber irgendwann einfach erkennen, egal was ich tue, es ändert an der Situation nichts. Er ist nicht mehr da. Mhm. Und da war ich aber dann natürlich einfach schon in einem Stadium, dass ich da nicht mehr zurück konnte. Und dann ging es eigentlich nur darum, alles am Laufen zu halten, was halt in meinem Leben so dranhängt. Ich meine, wir haben eine große Familie. Auch die Ehe ist zerbrochen. Ja, wir haben nicht untypisch für so einen Fall. Ja, natürlich. Das sind 99% der Paare, die so ein Schicksal erleiden, die trennen sich eigentlich auch, weil wir haben nicht gelernt, einfach zu trauern. Wir wissen nicht, wie das funktioniert, wie das geht. Das weiß auch keiner. Das bringt ja auch keiner bei.
Weil der Tod an sich ja auch schon sowas Furchtbares ist, da will man sich gar nicht konfrontieren damit. Ne? Aber das wäre natürlich irgendwie ganz hilfreich, weil es trifft uns alle. Und das wäre natürlich ganz gut, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe das damals auch nicht getan und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und habe natürlich einfach nur versucht zu überleben. Weil es ist ja so, wir lernen einfach zu funktionieren. Ja, also nicht nur wir Schauspieler. Find your mark, know your lines and don't hit the furniture. Wir kennen das ja alle. Aber wir funktionieren. Und zwar auf den Punkt. Aber das ist so, dass viele Dinge kannst du nicht mehr kontrollieren in deinem Leben, sondern musst du einfach einen Weg für dich finden, deinen Weg zu gehen. Und das ist manchmal nicht so einfach. Aber war dieses Buch auch eine Befreiung? Das ist ja das zweite Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe das erste Buch geschrieben. Das war ja, aber ich meine jetzt speziell über Alkohol zu schreiben, über dieses schlimme Erlebnis, den Tod des Sohnes zu schreiben, war das was, was Sie letztlich irgendwo wirklich weitergebracht hat? Naja, das erste Buch war eigentlich schon mal eine Art von, hey, es ist toll zu schreiben, weil man auf einmal eine ganz andere Perspektive bekommt und viele Antworten auf Dinge bekommt, die einfach so ungeklärt waren, weil man die Perspektive einfach ändert. Das war schon mal dieses Aha-Erlebnis. Ich wollte eigentlich gar kein Buch schreiben, das war eigentlich so ein Unfall, mehr oder weniger. Wurde dann auch ein Bestseller in der Schweiz und daraufhin kam dann der GU-Verlag auf mich zu und meinte irgendwie, ob ich nicht wirklich da so mal ins Detail gehen möchte. Und dann dachte ich mir, eigentlich nach dem, was ich erlebt habe, wäre es vielleicht an der Zeit, einfach mal wirklich ganz offen darüber zu reden. Und es war, ja, es war nicht eine Befreiung, aber es war wieder ein... Es ist noch alles da, es ist noch alles in mir, es ist nicht weg, es ist trotzdem Teil meines Lebens geworden und ja, ich kann damit leben. Und das ist so eigentlich das Gefühl von diesem Buch. Was mache ich, noch das als Frage, was ich mich gefragt habe beim Lesen, wo mir wirklich, das muss ich gestehen, auch die Tränen gekommen sind. Wie kann ich mit dem Tod eines kleinen Kindes umgehen, den Sie ja persönlich miterlebt haben? Sie waren ja dabei. Ja. Was bleibt? Was bleibt auch von dem kleinen Sohn? Er ist eigentlich immer da. Er ist eigentlich immer da und ich habe keine Angst mehr vom Leben und ich habe auch keine Angst mehr vom Tod. Und ich genieße das Leben ganz anders, ich reflektiere ganz anders, ich habe mich komplett reduziert auf das Wesentliche eigentlich und bin sehr dankbar für jeden Moment, den ich einfach geschenkt bekomme und habe noch so viel zu erzählen. Und diese Zeit möchte ich nutzen und möchte auch ein weiteres Buch schreiben, um einfach den Leuten meine Gedanken und meinen Weg einfach zu erklären. Weil ich glaube, da könnte man den einen oder anderen vielleicht einfach so ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, Sie machen es dann auch für die anderen, aber ja auch für sich selber. Sind Sie noch derselbe oder sind Sie ein Teil ein anderer geworden? Ich glaube, dass ich jeden Tag wieder die Chance habe, ein neuer Mensch zu sein. Und das lebe ich auch. Also ich bin natürlich ein anderer Mensch geworden, ein ganz anderer Mensch. Ja. Dazu gehört auch, dass Sie wieder neu verheiratet sind. Ja. Und Ihre Frau hat, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken will, es ist vielleicht kein Opfer, aber Ihre Frau ist sehr solidarisch und hat, ich trinke dann eben auch keinen Alkohol mehr. Ja. Das kam von ihr aus. Also die ersten, also als wir uns kennenlernten, habe ich ihr noch die Flasche Wein aufgemacht und habe ihr auch eingeschenkt. Und irgendwann hat sie gesagt, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig an. Irgendwie, sie möchte eigentlich auch mal, sie braucht es eigentlich nicht. So, und dann hat sie wirklich von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört. Also großen Respekt. Auch das ist nicht so einfach. Und sie hat es gemacht, als wäre es ganz, ganz einfach. Und letztlich natürlich für Sie. Ja, aber auch für sich selber, glaube ich. Weil sie gemerkt hat, dass man dann doch irgendwie, man hat mehr Energie, man ist fokussierter, man ist einfach wacher, man ist irgendwie, ich glaube, das war solidarisch, klar, aber sie hat auch gemerkt, es ist ein gesundes Leben und das ist gut. Das heißt, es ist zum einen eine Art Geständnis und zum anderen eine Art Plädoyer. Vielen Dank, Hardy Krüger-Jähler. Danke für Ihr Vertrauen. Ich habe mir im Netz eine Preisverleihung noch mal angeguckt. Und dann fällt ja immer der Satz, der Preis geht an. Und da hat dann, ich glaube, Jasna Fritzi Bauer hat dann gesagt auf der Bühne, der Deutsche Schauspielpreis 2021 geht an Eugene Boateng. Was hast du in dem Moment gedacht? Okay, das ist ein guter Gedanke. Also ich verdränge es immer noch so ein bisschen. Ich habe es immer noch nicht so ganz verarbeitet. Ich glaube, ich durchatmen, tief ein- und ausatmen. Das war das, was ich gedacht habe.
Ich saß halt da, ne, und dann war das auch die erste Kategorie und dann und der Preis geht an und ich dachte so, okay, bin ich bereit, nein, ich will den Preis nicht, doch, ich will den Preis, nein, ich will den nicht, doch, ich will, okay, ich bin bereit, nein, ich bin nicht bereit, ich bin bereit, YouTube Boarding, ach du Scheiße. Moment. Gibt es da eine Parallele, Albrecht Schuch? Ich habe mich sehr gut wiedergefunden in den Worten. Ja, ne? Des Kollegen, ja. Ja, okay. Absolut. Panik, einfach Panik. Ja. Aber dann atmen, ne? Und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt da hochgehen und diesen Preis holen und ich darf nicht hinfallen. Also. That's it. Ja, genau. Ne? Ja. Aber Moment, er hat flachere Schuhe als ihr. Ja. Weißt du, und ich war echt, ich habe tief ein- und ausgeatmet. Jörg Fabian Rabe, unser Regisseur, saß neben mir und das hat geholfen. Dann bin ich nach vorne gelaufen zu Jasna und ich habe sie umarmt und es sieht aus, als hätte ich sie umarmt, aber eigentlich habe ich kurz so eine Stütze gebraucht, weil meine Knie weich wurden und ich habe mich dann so kurz fallen gelassen. So, danke, dass du da bist. Okay, du musst jetzt da lang gehen. Alles klar, okay, danke. Dann bin ich halt dahin gegangen, habe so ein bisschen was erzählt. Hatte 90 Sekunden. So, und danach ordentlich gefeiert? Doch, ich habe danach gefeiert, doch. Ja, aus gutem Grund. Oder? Also. Es geht um einen ganz besonderen Film, muss man sagen. Ja. Borga ist der Titel des Films. Kannst du kurz sagen, was Borga bedeutet? Das ist ein ganz spezieller Begriff. Borga ist, Borga werden in Ghana Menschen genannt, die in die westliche Welt auswandern und es dort so zu Wohlstand bringen und wieder zurückkommen und eine Welle zu Hause machen. Die werden Borga genannt, weil die ersten Ghanaer kamen halt nach Hamburg und ein Hamburger wird in Ghana Hamburger genannt. Das heißt, die Abkürzung ist Hamburger Borga. Genau. So kommt es da raus. Genau, ja. Ich habe den Film gesehen, vor 2 Wochen schon. Er läuft jetzt aktuell im Kino. Mhm. Es ist ein wahnsinnig beeindruckender Film, der in Ghana losgeht. Aber unsere Szenerie beginnt mit der ganz wunderbaren Christiane Paul und natürlich mit dir. Mhm. Hey. Hey. I'm from New York. How often does that work? What? To pretend being from New York. It is easier to be an American than an African. So where are you from then? I have one more to see Lagos. Oh, Germany. Ich arbeite gut, aber ich brauche. Spoke Perspektive. Willst du wirklich alles machen? Oh. Egal, was du tust, tust für deine Familie. Meine Leute sterben wegen unserem Scheiß. Uni mini intia obe boy. If you say, you are set here. Oga. Come on. Eugene, ich wollte gerade sagen, ganz schön mutig. Die Deutschen mögen nicht so gerne Untertitel. Ah. Aber ihr habt darauf bestanden, doch, es ist nur authentisch, wenn wir es so machen. Ja. Und du hast das große Glück, du sprichst die Sprache Twi, spricht man das so aus? Twi. Deine Eltern kommen aus Ghana, du bist aber nur Düsseldorfer Jung. In Düsseldorf geboren, ja. Genau. Ja, ich bezeichne mich als Ghana und Deutschen. Und deine Eltern haben darauf bestanden, dein Vater zu Hause wird Twi gesprochen. Genau. Und da ihr in Ghana gedreht habt, kamst du da ganz groß raus. Weil die gedacht haben, wer kommt denn da für eine Filmcrew an hier? Weißt du, so, die bilden sich jetzt ein, machen einen auf dicke Hose und so und verstehen uns eigentlich gar nicht. Und dann kamst du aber und hast deren Sprache gesprochen. Ja. Das hat die Türen geöffnet. Ja, das war, also für mich war das sehr, sehr wichtig, als ich das Drehbuch bekommen habe, dass wir das ganze Ding auf Twi drehen, damit es so authentisch wie möglich ist. Und ich wurde natürlich dort in Ghana, wurde ich so ein bisschen getestet. Ne? Das heißt, als ich ankam, waren die so, jetzt bringst du da so einen Typen hierher, kann die Sprache bestimmt nicht oder hat sie gerade gelernt, okay. Und dann kam ich halt an und haben die mich halt begrüßt, ne? Hi. Und dann so, okay, du sprichst die Sprache? Ja. Also wenn ich dich frage, wie geht's dir, wirst du auch antworten können? Ja. Okay, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Oh mein Gott, du sprichst die Sprache! Und dann haben wir uns direkt verliebt in die Arme und dann alles. Ja. So muss das gehen.
Der Film ist in den Kinos. Mhm. Das ist wirklich ein Ereignis. Also es gibt ja nicht nur James Bond, es gibt auch andere Filme. Muss man jetzt mal ganz deutlich sagen. Gefühlt gibt es gerade nur James Bond. auch sehenswert. Ja. Habe ich noch nicht, will ich aber auch unbedingt sehen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch gesagt, wenn man mich gefragt hätte, ist eine Flüchtlingsgeschichte. Mhm. Du sagst aber nein, ist eine Heldengeschichte. Mhm. Warum ist es eine Heldengeschichte? Es geht um einen Menschen, der alles für seine Familie tut. Er verlässt sein Zuhause, will seiner Familie ein besseres Leben ermöglichen. Dabei fällt er auf die Schnauze, steht wieder auf, lernt, trifft neue Entscheidungen, fällt wieder auf die Schnauze, steht auf, lernt, trifft neue Entscheidungen. Und dabei wächst er, bis er dann irgendwann, was dann am Ende passiert, werden wir dann sehen. Ne? Aber es ist halt für mich eine Heldengeschichte, weil er halt alles für die Familie tut und diese Heldenreise durchlebt. Mhm. Du hast jetzt den Deutschen Schauspielpreis bekommen und deine Eltern hatten natürlich anderes mit dir vor. Ich weiß nicht, ob sich viele Eltern wünschen, dass ihre Kinder Schauspieler, Schauspielerin werden. Wahrscheinlich nicht. Oder Popstar oder so. Ist ja nicht so ein klassischer Ausbildungsberuf. Ne? Was wollten deine Eltern? So was ganz Seriöses? Ja, ich sollte Arzt werden. Ich war also das, ne, so ghanaische Eltern kommen nach Deutschland und dann wollen sie ja, dass deren Kinder Arzt oder Anwalt wird. Und das sind halt die Berufe, so die tollsten Berufe. Und ich hab das dann irgendwann gecheckt, so wir sind halt, ich habe halt mehrere Geschwister, wir sind 8 Kinder, und ich habe halt so mitbekommen, was meine Geschwister geantwortet haben, wenn sie gefragt wurden, was willst du werden, wenn du erwachsen bist, und das kam nicht so gut an, wenn die halt nicht Arzt oder Anwalt gesagt haben. Also habe ich halt das verstanden und schnell gesagt, ich will Arzt werden. Das ist mein Sohn. Ich so, okay, verstanden, jetzt muss ich Arzt werden. Und während der Schullaufbahn habe ich irgendwann gecheckt, dass ich kein Blut sehen kann. Das war nicht so meins. Und schlechte Voraussetzung, schlecht. Nicht so gut, nee. Und während der Abi-Zeit habe ich mich in Tanz verliebt. Und dann dachte ich... Die Geschichte ist ja bei Professor Strick umgekehrt. Arzt geworden, aber auch auf Umwegen. Weil der Umweg war eigentlich der Wunsch, Musiker zu werden, Komponist zu werden. Aha. Was? Ja. Ich komme nicht aus Ghana. Siehst du, das ist es. Wenn ich von hier wäre, dann wäre ich vielleicht auch Arzt geworden, wer weiß. Warum hat das mit der Musik nicht geklappt? Ich spiele kein Klavier, um es kurz zu fassen. Also für die Aufnahmeprüfung musste man eigentlich Klavier spielen und Cello und Saxophon sind meine Heimatinstrumente. Mhm. Ja, das ist immerhin schon mal zwei. Und was war der Wunsch der Eltern? Meine Eltern sind Ärzte, die haben sich schon... Okay. Deswegen bin ich nicht Arzt geworden. Und das ist ja interessanterweise bei Albrecht Schuch genauso, weil die Eltern kommen aus der Ärzteregion, der Vater war Psychiater, ist Psychiater, die Mutter Ärztin. Und da war wahrscheinlich der Wunsch auch Arzt? Ja, aber kein Druck dahinter, glücklicherweise. Ich musste mir keine Ausreden überlegen oder so. Oder so tun, als ob... Weswegen vielleicht dann auch schon die Schauspielerei irgendwie eine Grundlage bekommen hat oder so. Nee, meine Schwester, die ist ja auch Schauspielerin geworden. Genau. Und die hat den ganzen Gegenwind abbekommen. Ich habe nur noch so ein fast schon Rückenwind, so ein laues Lüftchen. Das ist dann, wenn man eine ältere Schwester hat, ne? Ja. Die es sozusagen vormacht. Aber man muss dazu sagen, das ist, glaube ich, eine sehr ganz schöne Geschichte, weil hinter dem Ganzen steht noch eine Wette mit Gott. Ich habe noch nie mit Gott gewettet. Du hast die Wette ja gewonnen. Ja, ich habe die Geschichte einmal erzählt, muss ich immer wieder erzählen. Also, ja, aber die ist schon sehr... Wer wettet schon mit Gott? Also ich, ja, das war keine Wette, es war ja ein Pakt. Ich, also... Natürlich. Klar. Ich fing an zu tanzen, ne, und das war halt so diese Zeit, wo man halt immer so gebattelt hat in Clubs und dann 1 gegen 1, wer ist der Beste und so weiter und so fort. Ich wollte dann halt so ein Battle mitmachen und wollte halt wissen, wie gut ich geworden bin. Und wollte natürlich, ne, Respekt haben und alles Mögliche. Das heißt, ich gehe halt zum Battle. Und das war mein erstes Battle und ich wollte halt wissen, so, ist Tanzen mein Weg oder nicht? Also habe ich halt gebetet und meinte halt so, lieber Gott, wenn Tanzen mein Weg ist, dann lass mich dieses Battle gewinnen. Und wenn das nicht mein Weg ist, dann ist es okay, wenn ich verliere. Und dann werde ich Medizin studieren und werde Arzt, wie mein Vater von mir verlangt. Und dann bin ich hingegangen, habe das Battle gewonnen und dachte so, yo, das ist ein Zeichen. Ich habe alles verstanden. Und ich dachte so, ich habe es jetzt gepackt, ich bin jetzt der krasseste Tänzer und bin dann direkt zu den nächsten Battles gegangen und so und habe alle, die nächsten 10 Battles alle verloren. Aber das war für mich dann klar, okay, ich habe in dem Augenblick, wo ich die Antwort haben wollte, habe ich die Antwort bekommen, also ziehe ich es durch. Es blieb ja nicht dabei, aber du hast auch mal, ja, guck.
Du hast auch mal mit den No Angels getanzt. What? Wieso das? Ja. War mein also er tanzte wahrscheinlich hinter euch. Das war mal in so einem Video, da habe ich eine kurze Sequenz gehabt, da haben wir in Köln gedreht und da komme ich so reingeslidet und tanze kurz für euch, ja. Ach, für cool. Maybe war das bestimmt. Maybe war das, für genau. Echt? Ja. Ja, genau. Oh, cool. Ja, genau. Ja, das war ein richtig cooler Dreh auf jeden Fall. Ja. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Doch, es hat Spaß gemacht. Ja, ja. Cool. Gott sei Dank, sag bloß nichts anderes. Ja, aber ich muss nochmal auf die Stadt Düsseldorf zurückkommen. Ich komme ja auch aus Düsseldorf. Mhm. Zwei Düsseldorfer hier in der Runde. Düsseldorf. Kölner Treff. Mhm. Passt gut. Aber Kiefernstraße, ja. Das haben viele schon mal gehört. Mhm. Ist nicht so wie die Königsallee, die Prachtstraße. Nein. Hast du ein etwas anderes Flair? Ja. Wie würdest du das beschreiben und wie hat dich das geprägt? Die Kiefernstraße, ich bin jetzt sehr, sehr dankbar, auf der Kiefernstraße groß geworden zu sein. Zu der Zeit war, in der Schule wollte man nichts von der Kiefernstraße hören. Das war so eine Hausbesetzerszene, viele Punks, viele ghanaische Familien, türkische Familien, arabische Familien. Und alles, also alle Kulturen waren halt dort. Dann hatten wir noch ein Haus, wo nur Homosexuelle gewohnt haben. Das heißt, wir hatten wirklich alles, alles, alles dort und haben wie so in so einem Dorf gelebt. Und das hat mich insofern geprägt, weil ich halt mit allen zu tun hatte. Mhm. Ich kenne gefühlt alle Gerichte aus allen Kulturen und weiß halt, wie ich mit allen Kulturen irgendwie umgehen kann. Aber zur selben Zeit wissen auch die ganzen Kulturen, die mit mir groß geworden sind, wie sie mit mir umgehen und mit meiner Kultur. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Welt sollte mal die Kiefernstraße erleben. Dann hätten wir diese Thematiken einfach nicht mehr. Mhm. Dann würden wir einfach mal klarkommen. Und sie war, wenn ich das richtig gelesen habe, auch in Presseartikeln, war diese Kiefernstraße auch wehrhaft. Wehrhaft ja. Gegen Neonazis. Ja, genau. Wir hatten einmal im Jahr meinten die Neonazis, dass sie mal dass sie auf die Kiefernstraße kommen wollten. Und irgendwie, was wollten sie da? Keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall das fanden die vielleicht ein bisschen bunt. Bitte? Das fanden die vielleicht ein bisschen bunt. Vielleicht zu bunt. Ja, eben. Und wir hatten halt die Punks, die linke Szene, die haben halt uns dann Bescheid gegeben, jo, morgen wollen da ein paar Jungs vorbeikommen, wir kümmern uns darum, bleibt einfach zu Hause und wir klären das. Und für uns war das als Kinder natürlich immer so voll aufregend, oh Gott, Nazis sollen herkommen, die Punks machen das, die klären das und so. Also hingen wir am Fenster und haben halt rausgeguckt und dann habe ich einmal so einen Typen gesehen, der halt so um die Ecke kam, so mit Springerstiefeln halt so, wie die halt aussahen und so, ne? Und dann kommt er halt so um die Ecke und dann sehe ich halt so einen Punk hinterherlaufen, so, ah! Und der rennt hinterher und er rennt dann um die Ecke und er ruft dann, Olli, komm mit! Und dann kommt halt der Olli und die rennen halt den Jungs hinterher und uns ging's gut. So macht man das also. Ja, so. Ganz klar. Gemacht, ja. Aber wir müssen noch den einen Weg bitte verfolgen. Also Art war nichts, von wegen kein Blut sehen können. Pakt mit Gott hat geklappt. Mhm. Gott war auf deiner Seite, ganz klar. Mhm. Tanzen hat geklappt, zumindest das erste große Battle. Mhm. Und in No Angels auch. Mhm. Aber wie kam die Schauspielerei noch da rein? Ja, das war das Ding. Ich wollte halt, also für mich war Tanz so ein Weg, mich auszudrücken. Und ich sehe Tanz als eine Sprache und Schauspieler als eine weitere Sprache. Und je mehr Sprachen ich spreche, umso besser kann ich mich ausdrücken. Und ich habe halt ich war in so einem Kinder- und Jugendtanztheaterprojekt und habe so einen Schauspieler bei gesehen, wie er gespielt hat und war so, oh Gott, ich will das auch können. Und dann wurde mir halt erzählt, so, ja, Eugene, wenn du Schauspieler werden willst, dann musst du halt Schauspiel studieren und die besten Schulen gibt's halt in Berlin. Ich so, okay, ich muss nach Berlin. Dann gab es eine Castingshow, eine Tanzcastingshow, und die habe ich mitgemacht. Damals Viva Dance Star hieß sie. Die habe ich mitgemacht und habe sie gewonnen. Und mein Preis war ein Jahr lang eine Wohnung in Berlin. Und cool. Ich so, wow. Wer steckt denn da wieder dahinter? Wer steckt dahinter? Also, was ist denn los? Ja. Genau, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe ein Jahr lang eine Wohnung finanziert bekommen. Und habe in der Zeit dann vorgesprochen und wollte halt auf die Schauspielschule. Allerdings wollte mich niemand haben. Also habe ich dann in Berlin weiter getanzt und habe so meine Tanzkarriere weitergemacht. Und habe natürlich weitere Battles gemacht. Und dann habe ich mich irgendwie so versucht, so in die Schauspielerei reinzuschmuggeln.
und habe dann so im Theater so ein bisschen was gemacht. Und man braucht halt in der Schauspielerei brauchst du halt ein Showreel. Und damit du ein Showreel hast, musst du drehen. Damit du aber drehst, musst du in einer Agentur sein. Damit du in eine Agentur kommst, brauchst du aber ein Showreel. Das heißt, du hast irgendwie keinen Weg, wie du reinkommst. Es sei denn, du kommst von der Schauspielschule, dann hast du dann, ne? Dann wirst du dann irgendwie so abgeholt. Also habe ich dann mir selber was zusammengeschnitten, was ich dann im Theater gemacht habe. Und habe so einen Privatcoach mir dann so rangeholt. Und der kam von der Ernst Busch. Also habe ich einfach auf meine Vita Ernst Busch geschrieben, damit die Leute denken, oh, der kommt von der krassen Schauspielschule, wobei ich nie da war. Und so kamen dann die ersten kleinen Rollen und dann habe ich so die erste Rolle gehabt und dann hieß es so, ah, wo kommst du her, wo hast du studiert? So, nee, ich habe nicht studiert, ich bin Tänzer. Ah, Tänzer, okay, alles klar. Ich so, okay, gut, habe verstanden. Man glaubt, dass ein Tänzer nicht spielen kann, dann erzähle ich nicht, dass ich tanze. Also habe ich ich habe dann quasi in zwei Welten gelebt, in der Tanzwelt. Du bist aber auch so ein Mogler, ne? Ich musste sonst, also irgendwie musste ich ja da reinkommen, ne? Und genau, so kamen dann so kleinere Rollen, die wurden immer größer und 2014 hatte ich dann so meine erste große Rolle mit Christian Ulmen in Beck's Letzten Sommer und dann war ich so, oh mein Gott, ja, endlich. Genau, und seitdem. Ja, und? Jetzt kommt Borger mit dem Deutschen Schauspielpreis und jetzt muss ich gucken, wann das genau ist, am 25.11. bist du Kommissar. Bin ich Kommissar? Beim Flensburg-Krimi. Da steckt doch wieder jemand dahinter. Das ist also... Jutta Eduard-Leng! Alles Gute für dich! Danke. Ja, Corona ist immer noch nicht vorbei, muss man leider sagen. Aber viele Künstler, die vorher wirklich sehr traurig waren, weil der Kontakt zum Publikum weg war, können aufatmen. Auch Künstlerinnen wie Gerbock Janke. Erinnerst du dich an den ersten Auftritt nach der Zwangspause durch Corona für Auftritte, für Theater etc., wo du wieder vor Publikum aufgetreten bist? Na, im Moment erinnere ich mich an sehr viele Auftritte. Also so der erste war, glaube ich, gar nicht so spektakulär, weil da war noch... beschränkte Sitz, also Schachbrett. Ja, so alles. So, und dann musstest du, wenn du jemanden im Publikum sehen wolltest, musstest du so so Schachbrett gucken. So einzeln begrüßen, also, mit ja, Nicken. So, ne? Und jetzt aber die letzten Monate haben wir diese ganzen alten verkauften Karten abgearbeitet. Also die Leute, die die Karten zu Hause an ihrem Kühlschrank hängen haben. Und jetzt durften sie kommen, bei 3G durften sie alle kommen. Was ich super fand, und auf einmal stehst du vor einem komplett gefüllten Haus. Und was mich, oder uns alle, ich bin ja immer mit verschiedenen Gästinnen unterwegs, was uns total gerissen hat, der Anfangsapplaus, also wenn du rausgehst, dann gibt es ja immer diesen, ja toll, dass du da bist, der hört überhaupt nicht mehr auf. Ich hätte eine Zigarette rauchen können in der Zeit. Also was man natürlich nicht macht, aber die Leute waren, die haben sich auch selber so applaudiert, dass sie jetzt wieder da sitzen dürfen. Wir haben, wenn wir Bundesländergrenzen überschreiten, sitzen sie plötzlich mit Maske da, aber sie sitzen da. Aber in NRW war das alles ohne Maske bis zum Platz, ne? Und dann ab damit. Und diese Freude am Anfang, da kam einem so eine geballte Emotionalität entgegen. Und am Ende haben sie es noch mal gemacht. Ja, natürlich. Ja. Am Ende, also wir erleben das ja öfter, dass die Leute am Ende noch ihren Hintern erheben können. Also gut. Aber sie sind, meine Mutter hätte immer gesagt, wie ein Mann. Das sage ich natürlich nicht, aber so sind sie aufgestanden. Weißt du, dann stehst du da mit 5 Frauen auf der Bühne und alle haben Pipi in den Augen. Und das waren unglaublich tolle Abende, aber auch echt, das strengt einen echt an. Danach hast du das Gefühl, dein Herz platzt, weil es so voll ist. Und gleichzeitig ist man so... Oh, also, es haut einen um. Ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich mir das vorstelle, also auch du bist Komikerin, das Lachen mit dem Publikum, dass da was zurückkommt, das ist ja bestimmt auch ein Moment, der auch gefehlt hat. Ja, klar. Klar, du stellst dich ja nicht, du erzählst ja keine Geschichten in den leeren Raum und lässt dir so ein, du könntest dir natürlich so ein Gerät, so eine Lachmaschine irgendwie mitnehmen. Aber das machst du nicht. Aber wenn du merkst, dass die Geschichten, die du erzählst, wieder aufkommen,
gehen, weil die Leute halt reagieren. Und ich fand das dann selber teilweise so lustig, was ich sage, dass ich dann selber auch lachen musste. Das ist keine schlechte Voraussetzung. Bitte? Keine schlechte Voraussetzung. Naja, es geht dann so hin und her. Dann lachen die Leute, weil ich selber lache. Und dann brauchst du erstmal eine Weile, bis du die ganzen Lacher erledigt hast. Und dann kann man so weitererzählen. Und alle Kolleginnen, also die mit unterwegs waren, waren auch komplett so... So dieses Gefühl, ich will da raus, als wenn du in eine unheimlich geile Badewanne steigst und es blubbert um dich rum. Ja, es ist gerade sehr, sehr schön, ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt dauert, dieser Zustand, dieser tolle, aber es ist jetzt gerade für alle unglaublich schön. Ja, aber auch was Hardy vorhin angedeutet hat, man will ja auch erzählen, ja? Einfach Geschichten erzählen, auch aus dem Leben. Ja. Und das ist ja bei dir auch. Ich meine, hattest du einen Witzestau oder musst du deinen Mann herhalten, ständig als anhören? Oder? Ich weiß es ja nicht. Also, Bettina. Entschuldigung. Wir kennen uns jetzt schon sehr lange. Ich erzähle keine Witze. Ich kann überhaupt keine Pointen. Ich schreibe auch keine Gags. Ich erzähle Geschichten. Und dann erlebe ich beim Geschichten erzählen, dass jemand gelacht hat und dann schreibe ich mir das auf. Das müsste der Gag gewesen sein. Kommt an. Aber ich könnte nie das, was die Stand-Upper machen, die alle 30 Sekunden einen Gag abliefern. Ich kann das nicht. Ich bleibe immer so an so Geschichten. Und ja, ich habe über meinen Mann gesprochen. Also über den Mann, der bei mir wohnt. Und der, das hat mich wirklich völlig überrascht, das hast du mir vorhin gesagt, ein Mann hat für den Bundestag kandidiert. Ja. Ich wusste immer nur... Ja. Lass mir bitte zur Biografie eines Mannes sagen, den ich persönlich nie kennengelernt habe, aber ich höre ständig... Ja, der würde sofort, der hat auch heute gesagt, wenn noch jemand fehlt, er wird mitkommen. Ja, aber er war Präsident von Rot-Weiß Oberhausen. Der ist Präsident von einem Viertligisten, Rot-Weiß Oberhausen. Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Nein, das ist völlig korrekt, dass wenn du Präsident in der vierten Liga bist, dann brauchst du sehr viel Humor, große Leidensfähigkeit. Ja. Und du kannst den Job nur mit dem Herzen machen, sonst machst du den nicht. Also, so what? Ist doch. Hast du nicht gesagt, er braucht mal vier Dinge? Vier Dinge? Musst du irgendwas von Fußball verstehen? Vielleicht, ja, ist egal. Aber wir waren dabei, er hat jetzt für den Bundestag kandidiert. Der Job als Präsident hat ihm nicht gereicht, er wollte nach Berlin. Ja. Das war das Lustigste, was während der ganzen Pandemie passiert ist. Ich war ein bisschen fassungslos. Also, der hat ein paar Leute von der Partei kennengelernt. Die Partei. Ne? Also, und ich dachte, das wäre so eine Satirepartei. Also, dass Herr Sonneborn im Europaparlament sitzt, ist mir bewusst und dass er eine gute Arbeit macht auch. Aber die haben immer so Sprüche drauf. Also, ich wusste gar nicht, dass die ein Wahlprogramm haben. Die haben ein Wahlprogramm. Also. Ich muss das jetzt fragen, war da Alkohol im Spiel? Nein. Das ist eine völlig nüchterne Angelegenheit. Nein, der hat die Arbeit von der Ortsgruppe Oberhausen-Dienstlaken, fand er gut. Das ist beides im Ruhrgebiet, falls es die Düsseldorfer wissen ja gar nicht. Komm schon! Nicht da! Nein, Kiefernstraße fand ich jetzt sehr, sehr beeindruckend. Also trennen wir das mal, Düsseldorf und Kiefern. Okay. Aber Kiefernstraße ist auch, also Düsseldorf ist schon stark. Ja, nein. Doch. Doch, Gerburg, hör auf! Ja, ich habe in Düsseldorf studiert, aber das hieß damals noch nicht Kiefernstraße, sondern irgendwie Bilker, irgendwie, also das war, aber ist ja egal. Mhm. Es gibt auch ein anderes Düsseldorf, sollen wir uns darauf einigen? Ja, das ist ganz gut, ja. Aber ich möchte jetzt wissen, wie das Wahlergebnis war und ich möchte vor allen Dingen wissen, hast du wie Frau Laschet gesagt, ich gehe niemals mit nach Berlin? Ich hatte ja nie, also pass, wenn du im Bundestag ein Abgeordneter bist, einer von inzwischen 783 oder wie viel, also ja, Wahnsinn, dann braucht die Frau da nicht bei zu sein. Das ist nur beim, also Herr Sommers hatte natürlich, also der Mann, der bei mir wohnt, hatte die Absicht, später Bundeskanzlerin zu werden. Also erstmal in... Er meinte das ernst, ja.
Und wie gesagt, wenn du Präsident von einem Viertligisten bist und in der freien Kultur arbeitest, dann brauchst du sehr viel persönliches Engagement. Und wenn du das noch mitten im Ruhrgebiet in einer Stadt machst, die null Geld über hat, weder für Fußball noch für, oder nur sehr wenig, ne, noch für freie Kultur, dann brauchst du noch mehr Engagement. Also ich fand dann letzten Endes die Idee gar nicht schlecht. Ich habe gesagt, mach dich nicht lächerlich. Den Job mache ich hier in dieser Beziehung. Weißt du? Also und diese jungen Leute von der Partei, ich will nicht immer die, also von sie der heißt Partei. Ja so. Ha? Sie heißt ja die Partei. Die Partei, genau, die heißt ja so. die haben mich sehr beeindruckt. Die machen einen super Job. Sie sind unglaublich engagiert. Die haben auch kein Geld für ihre Plakate. Die machen das alles irgendwie selber. Ne? Ich will jetzt zahlen. Wie war das Wahlergebnis? Wahlergebnis? Ja, du musst ja berücksichtigen. Es ist der Wahlkreis Oberhausen-Dienstlaken. Das ist etwas mehr als nur Oberhausen. Und normalerweise gewinnt immer, also und der hat auch diesmal wieder gewonnen, aber Herr Sommers war bei ungefähr 6,5%. Das ist nicht schlecht. Das finde ich beachtlich. Das ist nicht schlecht. Ich fand die Idee super. Ich habe gedacht, boah, komm mal, 3 Tage in Berlin. 3 Tage im Garten, das Wochenende kriegen wir irgendwie gemeinsam rum. Also ich fand die Idee ganz schön. Außerdem, die verdienen da so viel Geld im Bundestag. Das ist so viel Geld. Ja, nur kein Neid jetzt. Bitte? Nur kein Neid. Nein. Er ist ja jetzt auch weiter zu Hause. Nein, kein Neid. Aber das wäre 4 Jahre ein super Job geworden, hallo? Was du mit dem Geld alles hättest anfangen können später. Zum Beispiel Rot-Weiß-Oberhausen. Ja, natürlich. Aber er ist zu Hause geblieben. Du musst weiter auf die Bühne und weiter arbeiten. Kannst ja nicht bequem machen. Aber ich habe was. Eugene, ich habe einen guten Tipp noch für dich, wegen deines Drahtes oder Paktes zu Gott. Gerbock spielt ja auf der Bühne auch Gott. Frau Gott. Ah. Ah. Interessant. Ja, interessant. Welche Möglichkeiten hättest du, um da möglicherweise beim nächsten Pakt einzugreifen? Gar keine. Schade. Das ist sehr, sehr schade. Also um das jetzt mal ein bisschen zu erklären, was Bettina, die weiß ja immer alles. Wir haben ein Stück mit einem Kollegen und einem Musiker zusammen ein Stück geschrieben, in dem ich, also Frau Janke wird eines Morgens wach und ist Gott. Mhm. Weil irgendjemand den Job machen muss und weil er jetzt halt schon sehr lange von niemandem gemacht wurde und sie ist nicht nur Gott, sondern sie ist Frau Gott. Und dann arbeitet sie sich ein. Und natürlich hat Frau Gott, das ist merkwürdig, aber sie hat das Gefühl, dass das Konzept Mann ihr aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass sie, ja, und dass sie das nochmal entweder resetten oder neu organisieren oder wie auch immer. Und sie möchte um das, also Frau Gott lernt dann einen Mann kennen, also mit Absicht. Ne? Gott kann ja sagen, Mann, komm und so. Mann, komm. Und manchmal höre ich mir zu und kriege wirklich so, egal. Und sie lernt dann diesen Taxifahrer auch kennen, prüft den auch. Und am Ende kommt raus, dass alles eigentlich alles ist, wie es ist, dass sie nicht eingreifen kann, dass sie nicht, dass sie nur die Menschen liebhaben kann und trösten kann. Ja, und der Gedanke, den fand ich, das ist das Ende des Stücks. Mhm. Die Frage natürlich vom Taxifahrer ist, hast du mich auch lieb? Sag ich, klar. Und dann fragt er noch, und hast du die anderen Männer auch lieb? Und da bitte ich um Bedenkzeit. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Das ist das Ende. Aber Gerbock, du hast in den letzten, in vielen Jahren, ich mache uns nicht älter, als wir sind, in sehr vielen Jahren sehr viel geschafft. Aber eines hast du auch geschafft, und das habe ich heute erst begriffen. Du hast einen Begriff erschaffen, den es vorher nicht gab. Und das hat auch mit Frau Gott oder mit Frau und Mann zu tun. Nämlich hast du den Begriff Gästin erschaffen. Und dieser Begriff, vorher sagt man, es gibt nur Gast, es gibt aber auch Gästin, das habt ihr erfunden. Und der ist im Duden. Ja, das weiß ich. Aber das Wort Gästin ist doch keine Schöpfung. Das gibt es doch in der deutschen Grammatik, Gast, Gästin.
aber, Arzt, Ärztin. Aber vor eurem Eingreifen war es nicht im Duden. Ich habe es einfach penetrant 12 Jahre im Fernsehen gesagt. 12 Jahre, naja. Penetranz kann sich auszahlen, muss man jetzt aber davon einfach mal lernen. Und du hast noch was geschafft. Ich erinnere mich sehr genau. Wir reden heute also empört oder eben engagiert übers Gendern in der deutschen Sprache. Die Misfits haben vor mehr als 20 Jahren, deutlich mehr als 20 Jahren, die Feminist-Sprech erfunden. Ja. Und habe dadurch, das war auch ein Meilenstein in der Emanzipation, weil ihr habt diese verwerflichen Endungen ER, also er. Ja, aber das war eine Satire-Nummer. Natürlich. Ne? Also das, ja. Natürlich. Ja, das hat das Ganze auf die Spitze getrieben. Aber es war ja auch, ich meine, heute wird das Rad wieder neu erfunden. Ich habe mich damit abgefunden, dass junge Menschen Räder neu erfinden. Aber egal. Gendern, beziehungsweise die Wahrnehmung der Frau in der Sprache, das war vor etlichen Jahren schon ein großes Thema. Es gab Bücher damals darüber, die wir natürlich auch gelesen haben. Und natürlich. Jetzt wird das Ganze nochmal diskutiert. Nur der Ton ist jetzt wesentlich aggressiver, was ich nicht verstehe. Warum? Leider ist heutzutage alles etwas aggressiver geworden. Es ist alles etwas aggressiver, ja. Aber ich habe das sogar noch in Erinnerung. Ja. Also es ist gar nicht, das Prinzip ist ganz einfach. Du nimmst immer das ER, also er, aus dem Begriff weg und ersetzt es feministisch durch ein Sie. Das ist ganz einfach. Der Mülleimer, wird Mülleim-Sie. Ja, das stimmt. Und das haben vor über 20 Jahren. Und Füllfederhalter ist Füllfetzi hält sie. Es geht doch, Leute. Es geht doch einfach. Ja. Ja. Gerburg, du hast dich nicht nur um die deutsche Sprache verdient gemacht, sondern um vieles mehr, auch um den deutschen Humor. Schön, dass du heute da bist. An einem Thema kommen wir auch heute nicht vorbei, weil wir natürlich immer wieder staunend auf bestimmte Zahlen gucken. Und ich muss sie jetzt gerade mal wieder, ich habe es mir wieder aufgeschrieben, die Neuinfektion ist bei über 10.000. Natürlich reden wir von Corona. Der erste Gast geht. Der haut ab. Bin gleich wieder da, Entschuldigung. Ja, ciao. Aber Sie kommen gleich wieder, okay? Ja, auf jeden Fall. Ja, super, freue ich mich. Tut mir leid. Ja. Tschüss, ne? Ja. Nee, alles gut. Zu viel Bier? Nein. Die Impfquote ist immer noch bei unter 70% bei den vollständig Geimpften. Und deswegen haben wir Professor Hendrik Strick eingeladen, mit dem ich darüber reden möchte, wie wir eigentlich weiter verfahren. Direkt des Instituts für Virologie an der Uni, am Uniklinikum in Bonn. Und manche Menschen glauben ja eigentlich so ein bisschen leger, eigentlich haben wir Corona ja im Griff, ne? Ist aber nicht so, ne? Ja, nee, leider nicht. Also die Zahlen gehen ja hoch. Das ist eben die Saisonalität des Virus. Und wir werden jetzt schon, also alle rechnen ja mit sehr stark ansteigenden Zahlen. Wir messen nur nicht mehr richtig, wie hoch die Inzidenz ist. England und Katar macht das sehr viel besser. Die machen ja richtige repräsentative Stichproben. Wir haben in Deutschland gar nicht richtig angefangen mit der Datenerfassung. Was mich eben gewundert hat, wenn die Sendung losgeht, mache ich das immer so. Das wissen Sie an den Empfangsgeräten ja nicht. Dann stelle ich die Gäste hier vor und die kommen hier aufs Podium und nehmen Platz. Und Sie als Virologe haben sehr, sehr viel Applaus bekommen. Es werden ja auch sehr oft die Virologen beschimpft heutzutage. Wie gehen Sie mit dieser Wechselwirkung um? Mal wirklich auch bewundert und respektvoll behandelt zu werden und dann auch wieder beschimpft zu werden? Ja, also ich meine, das ist ja irgendwie Learn in Progress, ne? Also ich bin da ja so reingefallen und am Anfang habe ich mir das alles sehr zu Herzen genommen. Jetzt merkt man ja auch, dass man eine gewisse Rolle da einnimmt, also auch eine Rolle oder für jemanden irgendwie auch etwas darstellt. Im Grunde, wenn ich angefeindet werde, ich eigentlich selten nur noch. Wenn das ist, versuche ich das zu verstehen, warum. Also mir fehlt meistens da so ein bisschen die Erklärung und auch auf Menschen zuzugehen und denen zu erklären, warum es da vielleicht Probleme gibt oder was da falsch verstanden wird und warum der Einzelne dann glaubt, das Virus ist nicht so gefährlich und die Impfung ist nicht so wichtig. Aber es ist ja immer noch ein Punkt, der viele Menschen oder der die Gesellschaft zu spalten droht, sage ich jetzt mal. Dieses Pro und Contra, dieses nicht einverstanden sein, auch dieses nicht ganz einsehen, warum wir das nicht längst einfach überstanden haben. Und dann haben Sie am vergangenen Sonntag, also vor 2 Tagen, einen großen Bericht geschrieben in der Welt am Sonntag,
wo sie sagen, ja, wir machen einfach auch viele Dinge falsch. Es müsste einiges anders laufen. Das ist ein Vorgriff auf die hoffentlich nicht so schnell einsetzende nächste Pandemie. Aber was ist der entscheidende Punkt, der wirklich nicht so in Ordnung ist, dass man weiter wäre, sein könnte? Also das Erste, das habe ich ja eben schon mal angerissen, ist, dass wir sehr schlecht die Daten erfassen. Wir wissen gar nicht, wie häufig wir Infektionen zum Beispiel bei Geimpften sehen. Wir testen ja bei Geimpften kaum noch. Und daher sagen wir ja, wir sehen hohe Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. Aber das liegt auch daran, da wir immer noch systematisch in Schulen testen. Und da haben wir überhaupt kein gutes Bild. Und dieser Datenblindflug, den wir machen, das ist eigentlich sehr schade für Deutschland, dass wir diese Infrastrukturen nicht geschaffen haben. Zusätzlich fehlt mir da auch ein bisschen die richtige oder die ehrliche Kommunikation. Wir wissen alle und wir sehen es ja alle, dass es Impfdurchbrüche gibt. Und die Impfstoffe wurden ja nie darauf getestet, ob sie vor einer Infektion schützen. Sondern die ganzen Phase-3-Studien wurden ja durchgeführt, um zu zeigen, dass die Impfstoffe vor dem schweren Verlauf schützen. Und das machen die sehr, sehr gut. Und darum kann man jeden raten, sich impfen zu lassen, aber über 2G und 3G zu diskutieren und nicht Geimpfte auszuschließen, finde ich nicht den richtigen Weg. Es gibt ja auch fast schon so eine Schuldfrage, ne? Also es klingt immer mehr so ein bisschen durch. Ja, die sind ja schuld, die sich nicht impfen lassen. Und ich erinnere mich sehr genau daran, als die beiden BioNTech-Forscher, das Forscher-Ehepaar hier war, sehr gelassen reagiert haben und gesagt haben, nein, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist keine Schuldfrage. Und das finde ich persönlich ja, oder bringt mich zu der Frage, was ist so spalterisch an dieser Schuldfrage? Ja, also ich finde auch, dass jeder Mensch das für sich selber entscheiden muss, ob er sich impfen lässt oder nicht. Aber ich glaube, dass wir sehr viele Menschen dadurch überzeugen können, sich impfen zu lassen, wenn wir das gut erklären. Und was der Impfstoff kann, was er nicht kann, was vielleicht die Nebenwirkungen sind, was überzogene Darstellungen von Nebenwirkungen sind. Und es bringt in meinen Augen herzlich wenig, die Leute zu drücken und so einen Druck auszuüben, dass sie sich jetzt unbedingt jetzt impfen lassen müssen. Das erreicht man vielleicht ein bisschen etwas, aber es wird nicht die Impfquote nach oben bringen. Was hat die Politik in der Zeit so gemacht, dass Sie sagen würden, das muss irgendwie offener kommuniziert werden, es muss klarer und deutlicher gemacht werden? Ja, also es hat sich ja durch die Pandemie durchgezogen, dass wir gesagt haben, jetzt noch eine Welle oder noch ein Lockdown, dann ist es vorbei. Und jetzt sind wir in der vierten, fünften Welle. Man weiß ja auch gar nicht, wie man das zählen soll. Ich habe irgendwann mal von der Dauerwelle gesprochen, weil auch im nächsten Herbst, auch, da hat Titanic auch mich auch mit Dauerwelle danach dargestellt. Aber wir werden auch im nächsten Herbst und Winter wieder höhere Infektionszahlen haben. Das ist eben diese Natur dieses Virus. Da müssen wir anfangen, auch einen pragmatischen Umgang zu entwickeln und nicht so ein Endziel anzugeben, jetzt noch einmal und dann ist es vorbei. Also das heißt ja letztlich Leben mit dem Virus. Das ist aber etwas, was Sie schon im vergangenen Jahr auch gesagt haben, schon sehr bald, dass der eben nicht wieder verschwindet. Der ist ja nun mal einfach da. Aber wann werden wir so damit leben können, dass wir einigermaßen zu dem, was wir Normalität nennen, zurückkehren können? Das ist ja die entscheidende Frage. Und ich glaube, der Weg ist wirklich das Impfen. Und da kann man jedem erstmal Mut zusprechen, der sich hat impfen lassen, dass er ziemlich entspannt durch Herbst und Winter durchgehen kann. Schwieriger wird das für die, die sich nicht haben impfen lassen, weil sie ja schon die Gefahr haben, sich zu infizieren, relativ hohe Gefahr, sich zu infizieren und dann doch mal einen schweren Verlauf zu haben. Und das kann eben dann auch mal ein junger Mensch sein, auch wenn es seltener ist statistisch. Aber das ist eben auch sind die Fallstricke der Statistik, dass es auch mal einen jungen Menschen treffen kann. Aber hat die Dauer nicht dazu geführt, dass viele Menschen denken, ach, wir haben doch einen, sind wir durchs Gröbste durch und das verführt zu einer gewissen Leichtsinnigkeit? Ja, und das finde ich eben ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Das ist eine Pandemie, machen wir alle. Wir sind alle daran beteiligt. Ein Geimpfter kann sich infizieren, kann auch das Virus weitergeben. Weniger wahrscheinlich als ein Ungeimpfter, aber trotzdem, wir sind alle immer noch Teil davon. Und wir haben beide, alle hier eine Verantwortung, dass wir das so gut es geht noch unterbinden. Jetzt haben Sie ein neues Buch geschrieben darüber, dass sich jetzt nicht speziell mit der Pandemie beschäftigt, sondern gar nicht, sondern Sie haben immer schon gesagt, ich möchte einmal irgendwann ein Buch schreiben über unser Immunsystem ganz allgemein. Das Immunsystem des Menschen ist das A und O, um gesund zu bleiben, um bestimmte Erreger auch abzuwehren oder so. Und ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, es ist kein wissenschaftliches Werk, sondern ein ganz normales, was auch Menschen wie ich begreifen. Abgesehen davon, dass Sie da auch kleine Zeichnungen drin haben, um alle Bazillen kenntlich zu machen.
da sind auch ganz normale Hausmittel drin, wie ich mein Immunsystem stärke. Das hilft jetzt nicht unbedingt in der Pandemiezeit weiter, was das Virus angeht, Coronavirus. Aber es hilft uns ansonsten weiter, um auch besser zu kommen. Und im Moment sind ganz viele Menschen erkältet. Ich war auch gerade sehr stark erkältet. Und dann sagten alle, ja, es grassiert im Moment. Warum ist es im Moment so schlimm, wo wir uns auch eigentlich alle, die meisten haben Masken an und schützen sich, und wenn es einen erwischt, ist es viel schlimmer als sonst? Ja, also ich habe ja das Buch geschrieben, um einmal diese Komplexität des Immunsystems darzustellen. Und das habe ich vor 6 Jahren angefangen, weil ich hatte damals ein Pixie-Buch angefangen für Kinder, um einfach zu zeigen, was ich denn eigentlich so mache. Und daraus ist dann mit den Zeichnungen das Buch entstanden. Das finde ich sehr schön, dass ein Virologe ein Kinderbuch schreiben möchte, was ich so beruflich so mache. Ja. Nein, aber dann war eben also einfach, das Immunsystem verteidigt uns ja jeden Tag gegen Millionen an Bazillen. Und wir kriegen das überhaupt nicht mit. Und eigentlich gegen alles Fremde verteidigt es uns. Und trotzdem können wir einen Apfel essen, ohne dass das Immunsystem auf einen Apfel reagiert. Aber wenn wir zum Beispiel uns einen Apfel unter die Haut stecken oder spritzen, dann haben wir eine Immunreaktion. Und das überhaupt mal darzustellen, woran das liegt. Aber dann auch gleichzeitig zu zeigen, warum wir bei bestimmten Hausmitteln ganz klar, also nach den Daten her sehen, die können helfen, die können auch eine Erkältung abmildern, aber bei anderen Hausmitteln da einfach nie nach der Evidenz irgendwie gesehen haben, dass sie funktionieren. Also eins hat mich persönlich ehrlich gesagt überrascht. Ich bin ja sehr vitaminfixiert und Sie schreiben, Multivitaminpräparate bringen eigentlich gar nichts. Ich dachte, dadurch kann man sich schützen. Ja, also im Grunde produziert ein Multivitaminpräparat teuren Urin. Weil das meiste wieder ausgeschieden wird. Und wenn man wirklich einen Vitaminmangel hat, dann fällt dem Arzt das schon auf. Und dann würde man das auch substituieren, also zusätzlich geben. Und alles andere, was man macht, braucht man eigentlich nicht, weil wir, wenn man sich gut ernährt, über die normale Ernährung zumindest in unserem Breiten aufnimmt. Was mir auch glänzt worden ist in den 2 Wochen, in denen ich sehr erkältet war, das ist die gute alte Hühnersuppe. Ganz genau. Also die Hausmittel. Ja. Ja. Ne? Ja. Die enthält natürlich viele Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, aber auch... Wie hat das Huhn das in sich? Ja, da ist ja nicht nur Huhn in der Hühnersuppe. Das sind ja auch Gemüsebestandteile und so weiter. Aber vor allem aber auch die Proteine, die da drin sind, die brauchen wir, um nämlich Antikörper daraus zu formen. Also die dann am Ende gegen die Erreger vorgehen. Aber das Interessante ist, das ist ein ganz kleines Kapitel, die Hausmittelchen da drin, weil das weiß ja jeder eigentlich, was wirkt oder nicht, aber es erregt das meiste Aufsehen. Ja, natürlich, weil wenn ein Virologe, der sozusagen jetzt auf dem höchsten Stand der Forschung ist, wenn der plötzlich sagt, die Hühnersuppe ist wirklich gut, dann beruhigt mich das. Weil so sehr reiße ich mich jetzt auch nicht darum, aber habe ich bekommen und war dann auch irgendwie sinnvoll. Ich sage aber auch, dass Küssen gut ist. Ja, wollte ich gerade zu kommen. Ach so, Entschuldigung. Also nicht im Erkältungsfall. Nicht, aber ansonsten, warum ist Küssen... Gerburg, wusstest du das? Ja, weil du die... Also man tauscht gegenseitig die Bakterien aus und dadurch immunisieren sich beide Partner schon mal. Und dann muss man aber noch mal jemand anderen küssen, damit das... Die können anfangen. Die können anfangen, ja. Womit? In der Virologie. In der Virologie. Nicht mit Knutschen. Ich mache jetzt noch mal einen Grundkurs. Aber das meinen Sie mit genau. Küssen ist gut gegen... Wir haben ja unser Immunsystem, hält es dadurch einmal auf einer gewissen Alarmschwelle. Also dadurch, dass wir immer Kontakt haben mit fremden Erregern, wird das Immunsystem hochgefahren. Und vor allem die Zellen im Rachen sind dann natürlich mehr auf Alarm getrimmt, falls man anderer Erreger reinkommt, der krank machen kann. Und wir haben natürlich mehr Erfahrung mit viel verschiedenen Bakterien und Viren, die wir vielleicht vorher sonst nicht gesehen haben. Das Küssen bringt mich natürlich jetzt zu einer ganz wichtigen Frage, hier am Rheinland vor allen Dingen. Am 11.11. ist ja der Auftakt, Karneval. Da wird ja schon mal gebützt. Was machen wir in Pandemiezeiten jetzt nach so und so langer Zeit mit dem Phänomen Karneval?
Da kann ich ja schwer was zu sagen. Das ist ja am Ende eine politische Entscheidung. Wir werden ja hohe Infektionszahlen haben. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass Geimpfte oder Getestete und Genesene eigentlich keine große Gefahr von ausgehen. Die Problematik ist natürlich davon, wenn wir große Menschenansammlungen haben, dass es eher dann auch mal wieder zum Superspreading-Event kommen kann. Hat man ja in Münster gesehen oder in Bergheim, ja, wo wir trotz Impfung Ausbrüche gesehen haben. Das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, wie zu diesem Zeitpunkt dann die Zahlen auf den Intensivstationen aussehen. Das ist jetzt nicht so die Aussicht, die ich mir so stelle, aber ist egal. Aber sie warnen auch vor bestimmten Dingen, die das Immunsystem auf jeden Fall schwächen. Und dazu gehört eben auch zum Beispiel der Alkohol, der einfach schwächt. Und von Rauchen braucht man, glaube ich, gar nicht zu reden, weil Rauchen schwächt einfach dann auch. Es waren ein paar Tipps und ich bin sehr gespannt, wie wir durch den Winter kommen. Und ich bin sehr, sehr froh, wenn die vierte Welle einigermaßen überstanden ist. Und der Appell ist eigentlich an alle, vorsichtig zu sein. Das ist eigentlich das Allerwichtigste in diesem Sinne. Henrik Strick, vielen herzlichen Dank. Die Jahre 2020 und 2021 waren natürlich Corona-bedingt auch für viele Künstlerinnen und Künstler ausgesprochen schwierig. Für Sie jetzt nicht so, ne? Albrecht Schuch. Denn es hat Preise sozusagen nur geregnet, möchte ich mal sagen. European Shooting Star und ich habe sie alle noch aufgeschrieben, der Deutsche Filmpreis 21, der International Actors Award 2021. Wo packen Sie die Dinge alle hin? Denn Preise sind ja meistens gar nicht so schön. Cool, dass Sie das mal ansprechen. Ja. Nein, die kriegt alle meine Mutter tatsächlich. Also die sind alle in dem Haus, wo ich zum größten Teil meines Lebens groß geworden bin. Na, fast das zum größten Teil. Genau, ich mag mir das. Abgesehen davon ist meine Wohnung viel zu klein. Ich gucke mir das auch nicht so gerne an. Ja. Aber es ist ein schönes Gefühl, die bekommen zu haben. Also ja, das haben wir ja auch bei dir auch gesehen, beziehungsweise gehört, diese Freude, kriege ich nicht. Aber es ist schon eine große, große Anerkennung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, es tut immer gut, Anerkennung zu bekommen. Und dass das gesehen wird, was man gerne macht und das gibt schon enorm Rückhalt auch, auf jeden Fall für den Moment. Es gibt viele, die von Ihnen, würde ich sagen, ist ein absoluter Ausnahmeschauspieler mit dem, was er tut, auch mit den Filmen, die er macht. Und ich zähle einfach jetzt mal ein paar auf. Also im Fernsehen war Bad Banks eine Serie, die von vielen gesehen wurde. Dann gab es die NSU-Verfilmung, in dem Sie den Uwe Mundlos gespielt haben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Rolle, vermute ich mal. Jetzt gibt es einen neuen Film im Kino, Lieber Thomas, über Thomas Brasch, den großen Dichter, der ursprünglich aus der DDR gekommen ist, im Jahr 2001. Schon gestorben ist. Ein Film über 2,5 Stunden in Schwarz-Weiß. Ein ganz, ganz, ganz besonderer Film. Und wenn man das sieht, man das Gefühl, dieser Albrecht Schuch, der kriecht so rein in die Personen. Und ich habe mich gefragt bei manchen Rollen, wie kommt man da eigentlich wieder raus? Naja, das sind so Kniffe und Tricks. Also so wie es Techniken gibt, um sich einer Rolle anzunähern oder in sie hineinzutauchen, sie an sich zu reißen, durchdringend durchzutauchen, wie auch immer. So gibt es auch Kniffe und Tricks, die einem den Rückweg beschreiben. Aber das ist tatsächlich ein wichtiges Thema, was in meiner Ausbildung in Leipzig zum Beispiel, und ich habe mich mit vielen Kollegen darüber über das Thema unterhalten, oft zu selten angesprochen wird. Also wie angedeutet, es gibt verschiedene Schauspieltechniken, wie ich mich einer Rolle annähere. Aber es gibt eigentlich gar keine Kommunikation darüber oder Techniken, wie man da wieder rauskommt. Und jedes Spiel hat für manche Menschen auch den Effekt, dass es zu ernst wird und wenn man keinen Spaß mehr macht. Und den Moment hatte ich auch mal. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt bei welcher Rolle? Zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, Uwe Mundlos. Das sind meistens diese Extremrollen, die, ich würde mal sagen, also so gar nichts mit meiner eigenen Weltvorstellung zu tun haben. Also die sehr weit von mir entfernt sind. So. Also einen NSU-Mörder zu spielen wie Uwe Mundlos und den trotzdem nicht als nur Monster darzustellen. Ich glaube, kein Mensch ist nur Monster. Aber diese Person auch zu verkörpern und ihr auch durchaus sympathische Züge zu verleihen, ist doch vielleicht auch eine Überwindung gewesen. Ja, absolut. Aber auch eine große Erkenntnis. Also auch ein großer Spaß für mich als Spieler. Ne? Große Erkenntnis deswegen, weil es so einfach ist, bestimmte Situationen, bestimmte Eigenschaften von Menschen, in dem Fall diesen Mundlos, das ist so weit weg, das Monster damals. Ne? Und natürlich war es ein Monster am Ende. Natürlich hat er Dinge getan, die wir niemals tun würden oder die grauenhaft waren. Aber er ist auf die Welt gekommen und war ein Mensch.
Und er ist auf die Welt gekommen und hatte nicht gleich das Böse im Schilde. Etwas hat ihn dazu gebracht, das zu tun, was er letztendlich tun wird oder getan hat. Und das sind die Fragen, die mich interessieren, grundsätzlich. Ich werde immer wieder auch mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert. Und das mag ich. Deswegen nehme ich auch persönlich wahnsinnig viel aus meinen Rollen mit. Also wir alle haben ein Bild, wenn wir über den Banker, den Nazi, den so und so Maler, was auch immer sprechen. Und mich immer wieder mit den Expertinnen zu treffen, die mich aufklären, mir ein widersprüchliches, ein vielseitiges Bild über diese, über den Alltag der Person, über die ich eine Geschichte mit erzählen möchte, zu geben, das ist immer wieder bereichern. Sie haben ja in Bad Banks einen Investmentbanker gespielt. Mhm. Hat das Ihr Verhältnis zu Geld verändert? Ja. Ja, echt? Ja. Wieso? Bin sofort, also zum Beispiel für mich persönlich hat das, ich bin sofort zu einer sogenannten grünen Bank gegangen, die zum Beispiel nicht mehr in Waffen investiert oder versucht, in nachhaltige soziale Projekte zu investieren, sowas. Das hat's mit mir gemacht. Und na gut, weil es jetzt so Applaus gibt. Also das ist ein bisschen nervig. Das dauert kurz eine Woche und dann ist das Thema auch durch. Also ich kann nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen, was, weil es ist ja ein Alltagsthema. Und ich glaube, deswegen war es auch so ein Renner, die Serie damals, ne? Weil irgendwie beschäftigen wir uns immer damit, auch wenn wir das nicht vielleicht bewusst tun. Aber es ist ein alltäglicher Gegenstand unseres Lebens. Und trotzdem spielte da auch eben das sogenannte Böse eine große Rolle in der Zeichnung der Figuren. Natürlich. Wo Macht ist, ist immer Böses auch vorhanden. Macht kann immer in welcher Situation, Position oder in welchem Gefilde auch immer ausgenutzt werden. Ja, und Macht wird korrumpiert. Ja. Ich habe mich gefragt, ich denke an die Bücher von Joachim Meyerhoff, dem Schauspieler. Super Kollege. Ja, und ich habe an Marianne Lecki gedacht. Mhm. Beide haben Eltern, die aus der Psychologie bzw. Psychiatrie kommen. Und die sich sehr genau Menschencharaktere angucken. Das kann man auch in den Büchern nachlesen oder spüren. Ihr Vater ist Psychiater. Mhm. Haben Sie gelernt, schon als Kind vielleicht Menschen genauer anzugucken oder zu gucken, wie Ihr Vater, wie in der Familie damit umgegangen wird, mit dem Phänomen, welche Zeichnungen Menschen an den Tag legen? Tja, das kann ich gar nicht sagen. Also so bewusst glaube ich nicht, aber es hat natürlich auch immer einen indirekten Einfluss auf mich gehabt. Meine Mutter, die Allgemeinärztin ist und sogenannte Sprechstunden hat, ne? Und sie meint auch so oft, dass ganz oft der Patient, dass es ihm allein dadurch schon etwas besser zumindest geht, wenn er einfach mal redet, wenn er spricht. Und da muss ich noch nicht mal was gesagt haben, da höre ich erst mal zu. Und das kennen wir, glaube ich, alle oder so gegenüber unserem besten Freund. Manche haben nicht mehr so viele Personen, denen sie sich mitteilen können. Und klar, mein Vater, der irgendwie noch mal ganz anders mit der Psyche, in die Psyche eines Menschen hineinschaut, dem es immer wichtig war, irgendwie, dass man keine Halbwissen von sich drückt, sondern wenn man vor etwas spricht, auch darüber Bescheid weiß. Und wenn nicht, sollte man immer rüber an diese Wand von diesen drohenden Brockhaus-Bänden gehen, also als Kind drohend. Dadurch habe ich einfach gemerkt, erst mal eher zuzuhören und genau hinzuschauen. Das war immer das große Thema. In dem neuen Film, der jetzt aktuell ist, Lieber Thomas, geht es um den, das habe ich eben erwähnt, um den DDR, aus der DDR stammenden Dichter Thomas Brasch, 2001 gestorben. Den verkörpern Sie in einer Rolle. Und ich will gerne einen kleinen Ausschnitt zeigen, weil der alleine durch die Tatsache, dass er in Schwarz-Weiß gezeigt wird, gedreht worden ist, eine Ausnahme darstellt. Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Die geteilte Stadt, der geteilte Himmel, der Staat und eine Untertan. Erst die Mauer, jetzt die Panzer. Das Volk muss sich wehren. Und als letzte Chance, weil es Ungerechtigkeit gibt, das Verbrechen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben? Ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller dürfen mit dem Weltkrieg spielen, ja? Du machst immer nur, was du willst. Schreibst du gerade? Liebesgedicht. Dann raus damit. Ich will deine Meinung sagen und gehört werden. Er war dabei. Der Monika ist doch dein Freund. Oh ja. Ruf ihn doch einfach an. Sagst du mir jetzt, was ich machen soll? Also, wenn du möchtest, für da einige Vorschläge, wie man dieses Land verbessern könnte.
Da muss ich die Frage wiederholen. Sie spielen Thomas Brasch wirklich wie einen Besessenen, einen tollen Künstler. Wie sind Sie wieder rausgekommen? Mit meinen Tricks. Okay. Betriebsgeheimnis. Nein, das hat was mit Wasser zu tun, mit Atemtechniken, mit Selbstgesprächen, so leichte spielerische Arten und Weisen. Ja. Also das ist so dynamisch. Ich habe den Film gesehen, leider nur auf dem Laptop und nicht im Kino, aber immerhin. Das ist so dynamisch und so kraftvoll, dass ich mich gefragt habe, wie kommt dieser Albrecht Schuch zur Ruhe? Was brauchen Sie? Ich komme sehr gut klar in der Natur. Nein, wir haben ja darüber gesprochen, schon im Vorgespräch. Das ist ein großer Anker für mich. Also jetzt gerade durfte ich mal wieder 3 Wochen surfen gehen und das ist für mich ein riesiger Ruhepol tatsächlich. Oder in den Bergen oder mit den Freunden irgendwelche Ausflüge zu machen, die Familie, alles was so, weiß ich nicht. Was mich auch irgendwie, das ist so eine Hassliebe habe ich auch manchmal dem Beruf gegenüber, würde ich sagen. Ich liebe es ganz sehr, da ganz tief und auch weiterhin reinzutauchen. Und dann muss ich aber auch mal ganz weit weg davon gehen. Und muss meine Natürlichkeit, die ich in der Natur vielleicht auch finde, sehr, wie die Wellen, die mich dann in so einen, keine Ahnung, hört sich pathetisch an, in so ein Gleichgewicht spülen oder so. Also, das macht schon total Sinn. Was kann ich in der Natur spüren, was ich sonst nicht spüre? Naja, also ich meine, das ist natürlich eine Arbeit, die ich mache, die sich in einer Branche befindet, die ja wahnsinnig viele Eindrücke hat, wahnsinnig viele Töne, wahnsinnig visuell ist. Und man geht in Ausnahmesituationen für 3 Monate dorthin mit so und so vielen Menschen, denen man plötzlich innerhalb kürzester Zeit Geschichten erzählt. Das macht man vielleicht mit Freunden erst nach 3, 4 Jahren oder so. Weil man irgendwie immer nach den persönlichen Entsprechungen zu dem, was man im Film erzählt, sucht zum Beispiel. Und dann ist es von heute auf morgen vorbei. Und dann ist es vorbei, dass man in einer Talkrunde, heute sitze ich zum ersten Mal hier, ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Danke. Aber so eine Situation, ne, ja. wo ich etwas präsentiere, wo ein roter Teppich existiert, also alles so Geschichten, die eigentlich mit der Natur, mit dem natürlichen Sein meinerseits nichts zu tun haben, da hilft mir einfach so. Da helfen mir die Liebsten, da hilft mir der Natur. Definitiv. Aber das Problem haben ja eigentlich alle Menschen und nicht nur Künstler oder Künstlerinnen, ja? Dass wir in dem, was wir erleben, was wir spüren, was wir auch im Alltag erleben, das ist ja bei Wissenschaftlern auch genauso, dass wir irgendwann runterkommen müssen und dass wir versuchen müssen, irgendwo anders so einen Stand einfach zu kriegen und nicht in dem nur aufzugehen und uns sozusagen auch so gehetzt zu fühlen, weil wir immer nur hinter dem her sind, was unsere Aufgabe ist. Insofern denke ich mir... Aber haben wir jetzt nicht gelernt, dass wir vielleicht irgendwie eher von innen nach außen leben sollten als andersrum? Also wenn das ein Ergebnis so auch dieser besonderen Situation ist, die uns Corona beschert hat? Schon, eigentlich. Ja. Naja, zumindest diese Branche ist ja oft auch sehr äußerlich, will ich mal sagen. Ist ja eher im Außen, Präsentation, Oberfläche und so. Und diese Töne, diese Eindrücke von dieser Branche, die ich natürlich nicht verteufeln will, um Gottes Willen. Aber die hindern mich natürlich manchmal, meine eigenen Töne überhaupt noch wahrzunehmen. Ne? Oder wenn ich mich um Charaktere permanent kümmere und so reintauche, dann stelle ich natürlich meine eigene Persönlichkeit zu gewissen Teilen in eine gewisse Parksituation. Und den Parkplatz muss ich erstmal wieder finden. So. Oder die Stille zu hören auch. Ja, eben. Das verlernt man ja auch. Und das ist eigentlich das, was man ja dann sucht eigentlich. Dazu kann ja auch Musik helfen oder bringen, weil Musik ja auch aus der Stille kommt. Ja. Albrecht Schuch, danke, dass Sie heute in der ersten Talkshow Ihres Lebens sitzen. Das finde ich sehr spät. Das war sehr toll. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Dankeschön. Ich danke sehr herzlich für diese besondere Runde mit vielen Künstlerinnen und Künstlern, auch mit einem Wissenschaftler, vor allen Dingen aber auch mit Ihnen, mit dem Publikum. Vielen Dank hier ans Publikum in Köln. Noch einen schönen Abend, vor allen Dingen aber eine gute Nacht. Wir sehen uns. Tschüss zusammen.